Ladies and gentlemen, we interrupt this program for a breaking news. Sitzung's president is about to make a statement from Cologne. Let's see what he has to say. Ja, liebe Brauereien und Brauereien, ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen und von mir gestern Nacht um 2:30 im dritten Grad der Fröhlichkeit an der Theke vollmundig verkündeten Maßnahmen zur Rettung der Brauereien nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Boah, da bin ich am Arsch, ey. So, aber um es klipp und klar zu sagen, die Idee einer Brauereirettung ist alternativlos und war von mir zwar mit ordentlich Atü auf dem Kessel, aber mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, das Wegschütten von über Trilliarden Hektolitern Bier mit aller Macht zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Fastenruhe ein Fehler. Sie hatte gute Gründe, aber zu viele Fragen bleiben ungelöst. Wer bringt mir zwischendurch was Fettiges zu essen? Nun, welcher Hausarzt schreibt mich für die nächsten 4 Wochen krank? Aber, um auch ein zweites klar zu sagen, dieser Fehler ist allein mein Fehler, denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Ich bin Deutschlands führender Virologe. Und wenn ich sage, dass ich jetzt für mich die sogenannte Fastenruhe aussetze und im Alleingang mit Wumms jede Brauerei in Deutschland rette, dann muss ich mit ein paar Stunden Abstand sagen, Leco Fanny, ich habe jetzt schon einen Helm von hier bis nach Mettmann. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst, auch bei mir selber. Ich habe gedacht, ach komm, 40 Tage am Glas, Kindergeburtstag, einfach jeden zweiten Samstag, Cola zwischendurch. Das alles bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Brauereien und Brauereien um Verzeihung. Am 12. April werde ich die Beratung mit meinem Elberrat fortsetzen. Vielleicht werden wir auch eine Taskforce gründen, um das Trinktempo zu beschleunigen. Aber dann dürfen dann aber der Jens Spahn und der Scheuer an, dann dürfen die aber nicht mitspielen, ne? Die zwei Luftpumpen. In diesem Sinne, sorry nochmal und sehr zum Wohle. Boah, ich brauche dringend, muss ich einen Konter setzen jetzt. Ich kann nicht.